next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Skyrim. Wir waren ja dabei, die Aufgabe, das Horn von Jürgen Windrufer zu holen. Und sind ja dann hier bei dieser Aufgabe stehen geblieben beim letzten Mal, wo ich hätte eigentlich einfach nur den Schrei nehmen müssen, den wir erlernt haben. Also manchmal frage ich mich, wo ich meine Gedanken habe. So. Brauchen wir noch das, das, das und das und dann. Und durch sind wir. Das alles hätten wir in der letzten Aufnahme schaffen können. Ja. So, dann wechsle ich den Schreier mal wieder zurück, denn den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Ich habe kein gutes. Okay. Ich hole mal lieber mein Schwert raus. Das ruft hier so nach Spinne. Oh. Das ist das andere Rätsel. Wobei ich da einfach nur drüber springen muss bei dem. Mach bloß nichts Falsches. Das könnte tödlich werden. Yep, da ist der Spinne. Na komm. Bah. Wenn die Spinne doch näher kommen würde, das wäre. Was? Okay, beide Spinnen, die waren nicht sehr schlau. Würde ich mal sagen. Also, das solltet ihr vielleicht. Boah! Vielleicht noch lernen. Komm mal noch eine Riesenspinne von oben. Aber immerhin hatte sie 8 Gold dabei. Das ist, nett. Da liegen hier noch so viele Dietrich hier noch rum. Nein, Spinneier wollen wir nicht mitnehmen. Nicht, dass wir irgendwie versehentlich noch eine Spinne ausbrüten. Hier ist sonst nix. Und da wären wir dann auch schon bei der Tür. Hier hätten wir eigentlich beim letzten Mal aufhören können. Ja. Oder hier. Es riecht so nach Speichern. Ich glaube, das tue ich auch mal, denn ich glaube, hier erwartet uns was Wunderschönes. Auf mit der Tür. Hallo? Hallo? So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay. Ich wette, da kommt gleich wieder raus. Ich wette damit. Oder auch nicht. Kann ich auch mitleben. Na du Untoter. Ich dachte, da kommt jemand aus dem Sarg raus. Aber okay. Bring das mal. Triff dich mit dem Dieb. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend.
Mietet das Drachenzimmer im Gasthaus. Schlafender Riese im Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Okay. Die Nachrichten besser mal mitnehmen. Nicht, dass da jemand, ne? Tatsächlich mitnimmt. Okay. Wir müssen also nach Flusswald. Okay. Aber vorher nehmen wir alles mit hier, was hier so. Ne? Man kann ja hier nicht genug haben, ne? Alter! Wieso liegt hier so viel Geld rum? Wenn sie das bitte nicht vorher so reinpacken können. So wie das. Aber gut. Zahltag 2 ist heute wohl Mode. Orkischer Zweihänder, nö. Geld nehme ich mit. Ich glaube, die Rüstung habe ich, glaube ich. Das nehmen wir auch mit. Das. Den können wir auch mitnehmen. Dann können wir den auch dann kaputt machen und dann daraus was beziehen. Okay. Wer oder was will was von uns im Flusswald? Hier die Frage. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Ach, da geht's weiter. Okay. Wir erinnern uns an diesen Raum hier, ne? Glaube nicht. Der Raum ist so anders anscheinend, aber irgendwie ist es gleich aufgebaut. Leer. Kaputt. Leer. Ah, ist noch etwas drin. Hier Goldmünzen. Leer. 9. Oh, nur ein Trank, okay. Oder ich habe den Raum hier übersehen. Wobei. Sowas werden wir hier des Öfteren dann mal begegnen, ne? Dann aber hier Kristallspiele da drin und die würden uns dann abschießen. Aber da ist ja Gott sei Dank keiner drin. Okay. Der ist schon ausgeraubt. Okay. Die waren doch hier schon. Die liegen überall Tote rum. Die ich gemetzelt habe. Bis auf die hier, die liegt, glaube ich, neue. Oder der. Besser gesagt, den, nehmen wir mal gleich mal die Kleidung. Um daraus dann die Fähigkeit rauszuziehen. Zum Beispiel Verzauberung. Aber okay, machen wir uns jetzt mal auf den Weg und nach Flusswald. Damit wir dann denjenigen treffen können. Ich weiß noch was Besseres. Ich werde noch mal eben kleinen Zwischenstopp beim Jarl machen, um beim Zauberer mal eben meine Sachen da gefunden habe zu entzaubern. Oh. Ja, was hast du denn? Damit wir das nicht mehr mitschleppen müssen. So, da. Weißlauf. Und dann ab zum Jahr.
Ich denke mal, wir werden auch hier im Weißlauf unsere erste Bude kaufen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für uns. Ja, vielleicht. Die besten Stücke aus. Könnt ihr den Stand heute früher schließen, Mama? Leider nicht, meine Frau. Ich habe nichts getan. Ja! Das Mensch, da sagtet ihr, ich verbringe viel Zeit. Das ist die Stadt von Talos, die wir am letzten Mal gekonnt ignoriert haben. Doch kann man sich auch dann übrigens heilen, wenn man krank ist. An der Statue. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Kann sich normalerweise auch anders heilen, aber anscheinend geht das nur über diese Statue. Und ich weiß aber auch nicht, wie man Krankheiten bitte bekommen kann. Oder wie ich nicht gesund aussehen kann. Obwohl ich das eigentlich bin. Aber egal. Proventus, ihr müsst mir helfen. Wir müssen meinen Bruder davon überzeugen, sich mehr in diesem Krieg zu engagieren. So, entzaubern. Euer Bruder ist der Was hätten wir denn da? Ich kann sein Urteil nicht in Frage stellen. Ich glaube, das habe ich. Die Schuhe habe ich an. Lediglich die Augen öffnen. Ihr müsst mit subtilen Hinweisen seine Gedanken in Richtung Krieg lenken. Da 30% die Feuerresistenz. Das einmal. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib, Ronga. Wenn ihr dem Jahr. Dann einmal die Robe. Weil die hat sowohl 12% weniger Zerstörungszauber und regeneriert 50% schneller Magika. Das ist geil. Verzauberung. Ja, gut. Magika regeneriert 50% schneller auch mal einzeln. Das ist auch noch okay. Verzauberte Halskette. Also die Halskette habe ich auch um. Wenn ich noch so richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, wieso ich die hier nicht entzaubern kann, aber okay. Nein, als Kette tragen wir nicht. Wahrscheinlich habe ich auch. Ja gut, ich muss mich entscheiden. Ich glaube, ich zerstöre die ganze Kette, weil ich nehme den Amulett von Talos. Das ist, glaube ich, besser. Wir haben 20% Schreier damit schneller bekommt. Kann man das nehmen. So, dann ziehen wir dann auch gleich direkt weiter nach Weißlauf. In Weißlauf sind wir doch schon. Nach Flusswald. So. Da haben wir die Karte. Los bald. So, dann bin ich ja mal gespannt, wen wir dort wohl treffen. Passt ja auch eigentlich direkt, denn wir kommen im Dunkeln dort an. Oder zumindest zum Abend hin. Gut getimt, würde ich sagen. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ragnar der Rote. Ich hab hier nicht herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Okay. Ich möchte das Drachenzimmer mieten. 10 Goldstücke. Oder? Möchte ein Zimmer mieten. 10 Goldstücke. Still war der Rote kein Wort mehr sagt, als Schild meint man. Natürlich sollten wir das Drachenzimmer mieten. Komm, was soll der Geiz? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ich habe Drachenzimmer gelesen, ups. Hier in Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei.
Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Also, glaube ich, das Zimmer hier. Wieso kommt die? Durch den Krieg haben wir nicht mehr viel Kundschaft.